Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch das neue Album Macho von Bassultan Hengst vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja, meine lieben Freunde, das mittlerweile 10. Soloalbum von Bassultan Hengst. Macho ist bereits vergangenen Freitag und zwar am 18. September erschien. Mir ist die Box leider durch die Lappen gegangen. Ich habe so viele Boxen mal wieder vorbestellt gehabt und hatte die Box nicht wirklich auf dem Schirm. Und als es dann soweit war zu Release, habe ich gesehen, dass es da die Box gibt. Dann war sie aber leider ausverkauft. Und nun knapp eine Woche später habe ich jetzt doch nochmal eine Box auf Amazon bekommen und habe dafür 42,99 Euro bezahlt. Den Link zur Box und zum MP3-Download des Albums gibt es für euch natürlich hier unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir starten mit dem Unboxing. Ihr könnt mir an dieser Stelle gern wieder euren Lieblingssong vom Interpreten einfach mal unten in die Kommentare schreiben und ich entferne derweil schon mal die Folie von der Box. Los geht's! So, die Folie ist ab und wir schauen uns als erstes natürlich das Boxdesign an. Wir haben eine Standard-Deluxe-Box, komplett rot. Auf der Vorderseite der Box liest man groß mit Diamanten besetzt. Macho, darunter Bass Sultan Hengst. Die Box ist rot und komplett so hochglänzend gemacht. Ihr seht hier meinen Scheinwerfer drin. Auf der Unterseite der Box sehen wir nichts. Auf der rechten Seite sehen wir nichts, oberhalb. Und auf der linken Seite sehen wir jetzt nochmal den Albumtitel Macho, wie gesagt, mit so Diamanten besetzte Buchstaben. Und dann haben wir jetzt hier noch Bassultan Hengst stehen, also sein Logo. Gut, auf der Rückseite sehen wir nichts, bis auf das Bassultan Hengst Logo und einen Barcode. Okay, einfaches, schlichtes Boxdesign. Dann schauen wir mal rein. Und als erstes, liebe Freunde, schauen wir uns natürlich das Wichtigste an, und zwar das Album. Das Ganze ist natürlich noch in Folie eingepackt. Das befreie ich erstmal von der Folie. Und ihr könnt mir, wie gesagt, gerne mal euren Lieblingssong unten in die Kommentare schreiben. Weil ich habe mir bisher jetzt noch gar nichts vom Album angehört. Ich werde mir das Album aber dann auf jeden Fall anhören. So. Okay. Die Folie ist ab. Da haben wir jetzt ein anderes Albumcover. Wir sehen den Interpreten, wie er sich ja, beide Finger als Pistole sozusagen an den Kopf hält. Fette Kette hat er um und dann Bassultan Hengst und Macho lesen wir hier. Auf der Rückseite sind natürlich die Songs aufgelistet. Auf dem Album sind insgesamt, wie viel sind es denn, 13 Songs? Ja, 13 Songs sind auf dem Album drauf. Ich habe mir, wie gesagt, bisher jetzt noch nichts angehört. Ich werde mir dann das Album aber auf jeden Fall anhören. Gut, schauen wir mal rein. So sieht die CD aus. Und hier dahinter sehen wir jetzt nochmal den Interpreten so unscharf, wie er hier seine Faust entgegenstreckt mit einem, ja, mit diesem Macho-Schriftzug, also so ein Ring. Okay. Gut, dann schauen wir als nächstes ins Booklet rein. Sobald ich das hier draußen habe. Gut, also sehr dünnes Booklet. Und wir haben jetzt nochmal Songs aufgelistet. WMBWR. Okay. West-Berlin. Okay, also bloß nochmal ein paar Bilder und nochmal ein paar Songs und das war's dann. Gut, das war das Booklet. Ist vollkommen okay, aber mir ist es eigentlich immer lieber, wenn die Songtexte mit drin sind und nochmal ein paar Bilder. Aber gut. Okay. Das war das Album. Okay, machen wir direkt weiter mit den Instrumentals. Okay, also Instrumentals zum Album gibt es auch dazu. Wir sehen wieder Interpreten, Macho und Instrumentals steht darunter. Und jetzt sind hier nochmal die 14 Songs aufgelistet, die 13 Songs. Das Ganze kommt im Pappschuber und so sieht die Instrumental-CD aus. Okay, also Instrumental-CD ist relativ selten geworden, muss ich sagen. Mittlerweile finde ich eigentlich schade, auch wenn ich die jetzt nie benutze, aber trotzdem ist es halt immer noch eine coole Zugabe mit zur Musik, wenn man dann die Instrumentals mit reinpackt. Okay, also einmal die Instrumentals
Und dann, liebe Freunde, haben wir jetzt schon das zweite Highlight neben dem Album, und zwar das Parfüm. Das schauen wir uns aber am Schluss an. Als nächstes schauen wir uns erst einmal die Autogrammkarte an, und die sieht, ja, die ist auf jeden Fall echt. Also das ist handsigniert, nicht gedrucktes oder so, sondern das ist eine echte Unterschrift. Okay, Interpret, Logo hier oben, und hinter ihm brennt gerade irgendwas ab. Rückseite unbedruckt, so muss es sein. Schöne Autogrammkarte, gefällt mir. Autogrammkarten sind eigentlich für einen Fan immer was Cooles, weil man hat einfach nochmal was Persönliches von seinem Lieblingskünstler. Und deswegen finde ich, Autogrammkarten generell müssten eigentlich in jede Box reingehören. Meine Meinung nach, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Gut, dann, was haben wir hier als nächstes? Haben wir Aufkleber, vier riesengroße Aufkleber, okay, krass. Also, einmal den hier mit dem Basel dann Hengst Logo, okay. Dann DJ Ilan, Bounce den Beat. Macho, Macho, Macho. Und Macho West Berlin. Coole Sache, also wirklich zwei, vier wirklich sehr hochwertige Aufkleber. Davon hätte man ruhig ein paar mehr reinpacken können, weil die sind wirklich richtig geil. Auch geile Motive. Also gefällt mir sehr gut. Ein paar mehr davon wären natürlich richtig cool gewesen. Okay, also vier Aufkleber. Dann haben wir hier als nächstes zwei Poster waren das, genau. So, da muss ich erstmal kurz ein bisschen Platz schaffen. Also wir haben zwei Poster in der Box drin. Und doppelseitig bedruckt vor allen Dingen. Da haben wir jetzt einmal das Motiv hier. Wer macht Berlin wieder hart? Ich hoffe, ihr könnt es relativ gut sehen. Moment, sonst nehme ich das Ganze mal ein bisschen hoch. So, also einmal das Motiv hier. Und auf der anderen Seite haben wir ja, BSH stehen. Sehr hochwertiger Druck auf jeden Fall. Gute Fotoqualität und schönes, stabiles Papier. Gefällt mir auf jeden Fall. Okay, das war das erste doppelseitig bedruckte Poster. Ich muss das Ganze natürlich wieder bloß zusammenkriegen. Das ist immer so eine Wissenschaft für sich eigentlich. Das ist. Zack, 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 zack. Das erste Poster. Und dann haben wir hier noch ein zweites. Auch doppelseitig bedruckt. Und da haben wir jetzt natürlich den Interpreten Bass Sultan Hengst, wie er sich hier die Hand so zur Knacke ja, macht. Macho. Auch auf jeden Fall gute Fotodruckqualität, absolut krass. Also wirklich richtig, richtig gute Qualität vom Poster her. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich nochmal den Interpreten mit dem Albumtitel Macho. Okay, gut. Sehr schön. Also. Insgesamt zwei Poster, doppelseitig bedruckt. Das ist eine Menge Auswahl. Ich hänge mir jetzt keine Poster mehr auf, aber so an sich ist es eine feine Sache. Okay, also, das waren die beiden Poster. Und damit, liebe Freunde, kommen wir jetzt natürlich noch zum Highlight der Box oder zum zweiten Highlight, nämlich zum Parfüm. So. So sieht das Ganze aus in so einem kleinen Fläschchen. Was haben wir hier drin? 15 Milliliter. Wir sehen jetzt hier vorne das M mit Diamanten besetzt, darunter Macho und For Man. Okay, wie funktioniert das? Ist das? Ah, okay, mit Zerstäuber oder wie das heißt. Oder Verstäuber, Zerstäuber. Dann werden wir das natürlich mal kurz antesten. Okay. Also es riecht jetzt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Der erste, und ich habe noch nicht mal richtig dran gerochen, da kam jetzt leider so eine Wolke entgegen. Also es riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Und ein bisschen, es geht eigentlich, muss ich sagen. Oh, ich bin begeistert. Also ich dachte, es riecht schlimmer zu Anfang, weil wie gesagt, erst kommt so eine übelste Wolke entgegen, aber man muss das Parfüm immer erst ein bisschen wirken lassen, ein bisschen vorreiben. Das bisschen, oh, ich muss sagen, es geht. Also es hat so eine fruchtige Note, so leicht. Also es riecht wirklich nicht schlecht. Okay, gut.
So Freunde, sorry für den kurzen Cut, meine Kamera ist einfach wieder mal ausgegangen, mitten in der Aufnahme, fragt mich nicht warum, das passiert hin und wieder, kein Plan, was da los ist. Gut, ich wollte ganz kurz noch zum Parfüm sagen, ist auf jeden Fall eine coole Sache, ist jetzt nichts Neues, gab es jetzt schon ein paar Mal in den Fanboxen, Flair war damals der erste, aber das ist auf jeden Fall immer eine feine Sache und das hier riecht wirklich angenehm. Okay, liebe Freunde, damit sind wir durch mit dem Unboxing, ich werde euch natürlich ganz kurz nochmal alles in die Übersicht legen, was ihr in der Box zum Album Macho bekommt. Also ihr bekommt einmal das Macho Parfüm, hier habt ihr 15 Milliliter drin, wirklich sehr gut riechendes oder duftendes Parfüm. Dann bekommt ihr eine handsignierte Autogrammkarte, diese wirklich sehr hochwertigen Aufkleber. Wie gesagt, schade, dass dann ein paar mehr davon drin sind, weil die sind wirklich richtig geil gemacht. Dann das Album als Instrumentals im Pappschuber. Dann bekommt ihr zwei Poster, doppelseitig bedruckt, wirklich eine sehr, sehr gute Posterqualität, was so das Foto angeht und Druckqualität oder auch von der Papierstärke her wirklich sehr gute Qualität. Und dann, liebe Freunde, gibt es natürlich noch zum Schluss das Wichtigste in der Box, das 10. Album von Bassultan Hengst, Macho mit 13 Songs. Gut, liebe Freunde, das sind die Inhalte, eine wirklich gute Box, gefällt mir absolut. Vom Preis her muss ich sagen, ist absolut angenehm. Ein Parfüm ist jetzt was relativ Seltenes und wahrscheinlich auch ein bisschen in der Herstellung ein bisschen teurer als ein T-Shirt. Deswegen ein guter Preis. Also, gut, liebe Freunde, das war's soweit. Ihr könnt mir natürlich gern eure Meinung zur Box unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einfach einen Daumen nach oben da lasst. Ihr könnt auch gern meinen Kanal abonnieren, falls ihr jetzt das erste Mal ein Video von mir gesehen habt und in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt. Dann könnt ihr gerne hier in der Mitte oder hier rechts unten in der Ecke einfach meinen Kanal abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn so bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn es von mir was Neues gibt. Das war's soweit. Schöne Grüße an dieser Stelle. Gehen natürlich raus an Bassultan Hengst. Viel Erfolg mit deinem neuen Album Macho. Und ich hoffe natürlich, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao.